Hallo Freunde, da bin ich wieder, euer Sadu mit einer neuen Folge Surviving Mars. Ihr seht das gerade hier, den Übeltäter. Meteoriten, ein Meteoritensturm mittendrin, letzte Folge begonnen und hört es zischen. Da hat einer genau unsere Kuppel getroffen. Und das Problem ist, wir hatten das Sanatorium hier gebaut in der letzten Folge und es hat unsere letzten Polymere gekostet. Jetzt haben wir nicht genügend Polymere, um hier diesen Kuppelbruch, rechts unten zeige ich euch das gerade mit der Maus, zu reparieren. Das kostet 5 Polymere. Deshalb zischt's. Und die Leute drehen auch schon am Sender. Wartet, ich zeige euch das mal. Können wir mal irgendjemanden auswählen? Meine Kuppel wird von einem Meteoriten getroffen. Minus 12. Ja, wir wissen das. Es ist Kacke. Und das ist hier der Übeltäter. Überall knallt dieser Meteoritensturm rein. Ja. Was machen wir als erstes? Wir lehnen uns zurück und trinken mal noch den letzten Schluck Kaffee aus. Prost, Freunde der Nacht. So. Jetzt sind wir gestärkt und harren da der Dinge, die da kommen werden. Der Einschlagsort wird nochmal heftig werden. Drohnen sind auch überlastet. Wow, das sind Explosionen, oder? Ja klar, es ist wie Atombomben, die da den Mars treffen. Na klar, gleich noch ein zweiter hinterher. Die wollen uns doch veräppeln hier, oder? Das gibt's nicht. Wir müssen das Ganze jetzt erstmal überstehen. Diesen wirklich heftigen und gruseligen Meteoritensturm. Wahnsinn. Können wir mal ausschlachten hier. Und natürlich nochmal voll rein. Das Gemeine ist halt. Immer wieder auf die gleiche Stelle. Die Drohnen fangen halt an zu reparieren. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Drohnen hier draufgegangen sind. Vielleicht haben wir auch Schweine gehabt bisher. Drohnen. Hat einer von euch noch auf dem Schirm, wie viele Drohnen wir vor dem Meteoritensturm hatten? Wow, 25,1 Strom weg hier. Boah, ich habe gerade Schreck gehabt. Gekriegt. Ich dachte, unser Baumeister Bob-Truck ist explodiert. Aber nö. Ist er nett. Puh. Wartet mal, was wir machen können hier. Dieses Stromkabel eigentlich wegmachen, oder? Na, wir lassen es mal noch. Weil wir wollen ja hier eine Bergbaukolonie gründen. In nächster Zeit. Der Meteoritensturm verzieht sich mehr gen Osten auf dem Mars. Ich hoffe bloß nicht nach Einstein Nummer 1 Kuppel. Das wäre hässlich. So, repariert schön. Hier kann er sich ruhig austoben im Niemandsland. Habt ihr die Kuppel nun mal repariert? Ja, die Kuppel ist repariert. Oh, Gott sei Dank. Puh. Wenigstens was, Leute. So. Die nutzen ja gar nicht die Ressourcen von dem Truck. Die nutzen direkt das Metall, was so ein Meteorit hier runtergebracht hat. Ja, wir wissen, dass die Ressource low ist, weil gerade viele Polymere benötigt werden. Frage, ob wir die Polymerfabrik jetzt hier priorisieren. Nee, machen wir nicht. Aber elektronische Geräte, die Produktion geht jetzt wenigstens steil. Schaut mal, 7.
Genial, oder? Und wir haben noch nicht mal die Verstärkung hier gemacht. Kostet da auch alles Polymere. Wahnsinn, wie viel Polymer man braucht. Hier wird eine Anomalie erforscht, hat auch ein Meteorit hier runtergebracht. Also anscheinend verziehen sich der Meteoritensturm von unseren Kuppeln. Drohnen sind fleißig und reparieren alles hier. Wie sieht es mit den Wasserbehältern aus? Ist genügend da? Ja. Status voll. Sauerstofftank. Ebenfalls sehr gut gefüllt. Und hier in der Nähe der Kuppel ebenfalls. Wo haben wir hier den Sauerstofftank? Steht er hier oben? Ja. Nee, das ist die Moxi-Produktion. Sauerstofftank ist da. 86. Alles gut. Reicht aus. Ach, hier haben wir auch nochmal einen. Na, auch nochmal 86 drin oder was? Ja. Perfekt. So, wollen wir mal schauen, was unsere Kassenpatienten hier machen. Wir hatten uns ja die Freya gemerkt, Freya Carlson. Ist sie geheilt von ihrem Vielfraß? Ist doppelte Ration, kann durch Nervensubrüche ausgelöst werden, plus Essen. Nö, noch nie. Da wollten wir ab und zu mal vorbeigucken, um nachzuschauen, ob sie denn davon geheilt wurde im Sanatorium. Gut. Verzieh dich bloß weiter, du oller Meteoritensturm. Wir hatten doch unseren Transporter hier hingeschickt mit Beton. Jawohl. Hätte ja gesagt, wir könnten ein paar Polymere hier rüberbringen zur Einstein-Kuppel, aber wir haben im Moment nicht wirklich viel Polymere, da die Einstein-Kuppel mehr Polymere auf Lager als hier unsere Hauptkolonie. Metalle 70. Hier drüben gibt es 180 Metalle. No active research. Research Wir complete. haben was erforscht. Anomaly Automatisiertes Lager. Ach, die Anomalie wurde erforscht. Die hat uns Forschungspunkte gebracht. Wir haben ja jetzt eigentlich genügend elektronische Geräte. Und um in Zukunft etwas sicherer zu sein vor Meteoritenstürme, könnte man ja mal das Meteoritenverteidigungssystem erforschen. Hauptproblem ist natürlich, es kostet Unmengen an Forschungspunkten. Ihr seht das da unten, 10.000 Forschungspunkte. Ach Mann. Es gibt so viele gute Sachen. Marsianische Belastbarkeit. Achso, gebürtige Marsianer, ja. Ach Mensch. Was ist denn das? Schwarmdenken? Nee, Arkologie. Das. Dann müssen wir das erstmal erforschen hier. Ne, wartet mal, wo war das? Das hier. Neues Spitzengebäude, Arkologie. Bietet komfortablen Wohnraum für viele Kolonisten. Nein, nein, nein. Wir bleiben jetzt erstmal dabei und machen. Ach, was machen wir? Man trifft hier ein
schönes Forschungsgebiet nach dem anderen. Nuklearfusion. Endlich Ruhe mit der ganzen Energieproduktionssache. Metallextraktion aus der Tiefe ermöglicht den Abbau von tiefliegenden Metall- und Edelmetallvorkommen. Wäre auch wichtig, wo die halt sind, ja, das zu sehen. Aber ich würde sagen, wir gehen ganz pragmatisch rein und werden jetzt erstmal was gegen diese Meteoriten tun und hier Meteoritenverteidigungssystem erforschen. Man muss sich dann halt ja irgendwann dafür entscheiden, was man halt priorisiert. Und das steht natürlich auch noch auf unserer To-Do-Liste, dass wir unsere Forschung erhöhen wollen. Aber das wird noch eine, wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, weil hier oben eine Kuppel hinzubringen, wäre natürlich bombastisch. Forschungsboost von 45%, das ist bisher die beste Stelle, aber da brauchen wir Shuttles, denke ich mal, um die Versorgung dann auch zu gewährleisten. Oder wir sagen, ach, shit. Ah, auf gut Deutsch, scheiß drauf. Wir machen solche kleinen Enklaven. Aber nö, das machen wir nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Dass jede Enklave so nur für sich ihr eigenes Ding macht. Aber nein. Das soll schon eine Gemeinschaft sein hier auf dem Mars. Ein verschworener Haufen, der zusammenhält, sich gegenseitig unterstützt. Und deshalb brauchen wir diese Shuttles. Ich bin selbst gespannt auf diese Shuttles. Ich hatte die auch in keinem meiner privaten Spiele erforscht. So, der Truck ist ja fertig. So gut wie. Dann können wir mal die Schalter wieder umlegen. Wir hatten doch unseren ferngesteuerten Kommandeur ja hier hingeschickt, weil er wieder ein Fahrzeug der Exocorps oder Esocorp zu reparieren ist, aber die haben uns ja noch nicht beauftragt. Deshalb schicken wir den ferngesteuerten Kommandeur mal wieder hierhin zurück. Hier gibt es nämlich noch keinen Drohnenhub, müssen wir auch noch bauen. Und ja, ich weiß, dazu braucht man natürlich auch wieder, ja, er ahnt es schon, elektronische Geräte. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich elektronische Geräte in den letzten Folgen gesagt habe. Neue Anomalie. Oh, hier. Kunder, hin mit dir. 10.000 Forschungspunkte dazu. Bäm, das wär's. Wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, Bergbaukolonie? Wir können die Zeit ja trotzdem weiter langsam vergehen lassen. Im Moment trifft uns ja dieser nervige Meteoritensturm nicht. Also die Frage ist halt, was für eine Kolonie bauen wir? Definitiv hätte ich mir so vorgestellt, eine Kolonie, wo die Leute sich wirklich ausschließlich mit dem Bergbau beschäftigen sollen. Also jetzt nie irgendwie Kinder zeugen, ja, sondern direkt nur schuften, schuften, schuften und Edelmetalle hier rausballern. Mehr sollen sie hier eigentlich nicht machen. Nahrung müssten wir genügend hier an der Kuppel produzieren, um auch noch so eine Bergbaukolonie mit zu unterhalten. Wir hatten jetzt immer so um die 400, aber ihr seht ja hier, ist bald wieder was fertig. Quinoa, übrigens keine Ahnung, ja. Hat auch keiner von euch was dazu geschrieben. Ihr wisst, wie es scheint auch nicht, was das ist. Ich muss es mal googeln. Und hier diese Obstbäume werden auch fertig. 120 bringen die. Das sprengt dann hier unsere Lager wahrscheinlich. Naja, ja doch. Krass. Aber wir hatten ja diese größeren Lager auch schon erforscht. Also, Bergbaukolonie mit Nahrung versorgen, kein Problem. Wasser sollte auch kein Problem sein. Sauerstoff
ebenso wenig. Machen wir ja auch plus. Zur Not müssen wir noch einen Moxie-Filter, Moxie-Produktion mit hinstellen. Wassermäßig, wie schaut es da aus? Wir können uns das ja nochmal angucken, vorsichtshalber. 2 von 5, hier haben wir noch ein bisschen was nach oben, könnten das auch nochmal verstärken. Kostet natürlich Polymere, was sonst? Und hier oben sogar auch nur 2,4 von 6,3 Produktion. Also da haben wir noch ordentliche Luft nach oben. Es wird hier immer weniger mit der Produktion, das ist schlecht. Ach, wisst ihr was? Wir produzieren hier die Treibstoffraffinerien. Nee. Wir brauchen keinen Polymer. Wofür brauchen wir jetzt so viel Polymer? Ach, der Kunstladen. Der frisst ordentlich Polymere. Wieder mal schwierige Entscheidungen. Also man muss ab und zu auch mal hin und her jonglieren mit den Leuten. Ihr seht das ja. Wir hatten zu wenig elektronische Geräte. Jetzt läuft die Produktion von elektronischen Geräten richtig gut. Jetzt produzieren wir wieder viel zu wenig Polymere. Wohnplätze hätten wir hier auch nochmal frei. Aber es werden ja auch immer wieder Leute hier geboren. Wie sieht es hier überhaupt mit Kindern aus in diesen drei Kuppeln? Kinder, 6 Kinder. Wie viel gibt es hier? 2 Kinder, sind 8 Kinder. Und hier oben? 0 Kinder, 8 Kinder. Jugendliche hätten wir können auch gleich mal mit nachschauen. Aber. Nein. Wartet mal. Jugendliche gehen noch nie arbeiten, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Wie viel haben wir denn Jugendliche? Null Jugendliche, 5 Jugendliche, relativ wenig Jugendliche. Was sind das für Leute, die hier studieren? Das sind auch Erwachsene. Ja, es geht auf jeden Fall nach oben. Da haben wir halt im Moment ein bisschen Probleme mit der Polymerproduktion. Anomaly found. Nochmal eine neue Anomalie. Ihr hört es rattern, oder? Meine grauen Zellen. Was machen wir? Wollen wir die Leute wieder von der elektronischen Fabrik hier abziehen zu der Polymerproduktion? Also wenn wir eine neue Kuppel bauen wollen, brauchen wir ohnehin auch wieder Polymere. Ja, kommt, wisst ihr was? Wir priorisieren das auf hoch und dann müssten die Leute wieder umschwenken. Ihr könnt nochmal Nahrung einladen und das dann zur Einsteinkuppel bringen. Müssen wir natürlich ein bisschen Zeit geben hier, dem Ganzen. Bis die Leute dann wieder ihren Job gewechselt haben. Wir haben das jetzt auf hoch gesetzt hier, die Priorisierung. Es ist halt gerade nachts, da geht keiner arbeiten. Wir haben ja die dritte Arbeitsschicht ausgesetzt. Weil die Leute dann unzufrieden werden.
35 Nahrungsverbrauch, das ist schon ordentlich. Pro Sol. Zur Not haben wir hier oben auch noch eine neue, noch eine Farm. Nur halt nicht genügend Leute, um die zu betreiben. Anomalie wurde analysiert. Dann schicken wir den Erkunder zu der anderen Anomalie, die hier drüben gefunden wurde. Auslagerung 0, das können wir erhöhen. Wir haben ja 2 Milliarden auf der hohen Kante. Oder war es sogar noch mehr? 2,2 Milliarden. Bäm. Forschung weiter voranbringen ohne Ende. So muss das sein. Der Transporter hat das alles ausgehauen. Ja. Ist die Metallproduktion ins Stocken geraten? Was machen wir? Ein großes Metalllager hier hinzimmern? Ja, eine Variante, ne? Genauso wie da unten in unserer Hauptkolonie ein großes Lager für Nahrung. Dann seht ihr das auch mal, das wäre unser erstes Riesenlager hier. Treibstofflager, Maschinenteillager, Metalllager. Da hinbauen. Ich muss mal kurz überlegen, von wo fahren die rein? Das ist eigentlich egal. Ich glaube von der Stelle, von links. Ja. Yes. Egal, wie wir das hinzimmern. Ja, wobei, ganz so egal ist es nie, weil wir wollen ja relativ nah an der... Also das Lager braucht Strom. Bauen wir es da hin. Was brauchen wir? Ich hoffe keine Polymere. Nein, Metalle und... Ah, hier, Maschinenteile. Die haben wir. Bleibt noch mal ganz unruhig. Zwischendurch können wir mal schon noch mal die Metalle hier abziehen und wegtransportieren. Und nun sollten wir uns vielleicht auch noch mal mit dem Bergbauthema, Bergbaukolonie-Thema beschäftigen. Die Sache ist, wir brauchen definitiv eine medizinische Einrichtung. Wir wollen ja trotzdem, dass die Leute zufrieden sind dort. Medizinische Einrichtungen, sonst wie noch ein paar Service-Gebäude braucht man auch, damit die halt Komfort haben. Was stünde denn so zur Auswahl? Kuppeln. Eine autarke Kuppel braucht man nicht. Eine Standardkuppel. Also eine mittlere Kuppel wäre zu groß, finde ich. Wenn wir wirklich nur Priorität auf Bergbau legen. Deshalb entweder eine Standardkuppel. Eine Mikrokuppel bietet nur sehr wenig Wohnraum und hat keinen Platz für eine Spitze. Also ich bin Fan von diesen Spitzen, ehrlich gesagt, weil es gibt super Spitzengebäude. Die wäre halt preiswert, ne? 40 Beton und 30 Metall. Was kostet so eine Standardkuppel? 80 Beton und 10 Polymere. Wir haben keine Polymere im Moment. Ach, aber kein Spitzengebäude. Ja, wir können auch ein bisschen drüber nachdenken. So, wo war jetzt hier das Problem? Achso, ja, Polymerproduktion. Ja, hat funktioniert. Die sind jetzt, schätze ich mal, hier abgezogen worden. Ja, ein Teil schon, ja, so wie es ausschaut. Aber es gibt keine Probleme mit irgendwelchen anderen Gebäuden jetzt hier. Oh, hier ist jemand in Anführungsstrichen geheilt worden. Ah, die Freier ist noch mit dabei. Wie viele Senioren haben wir mittlerweile?
10 in der Kuppel. 8 in der sind 18. 0 hier. 18 Senioren. Das ist krass. Und in der Einstein-Kuppel? 0. Hatten wir bisher jetzt aber auch noch nichts gefunden wegen Seniorenheim. Hatten wir in der letzten Folge gesehen, dass das auch irgendwie gibt. Hier haben wir das Metall ausgelagert. Bringen wir es hier rüber. Oder wartet mal, wir brauchen ja eh für diese Kuppel dann auch noch Metall. Bringen wir den Transporter gleich mal dahin. Hier fehlt es an Polymeren. Hier sind noch ein paar Meteoriten runtergekommen. Die haben doch bestimmt auch ein bisschen Polymere mitgebracht. Schaut mal, da gab es zwei, da gab es auch noch mal einen. War nichts wie hierher. Und die Polymere gesammelt. Machen wir mit dem Baumeister Bob Truck. Metall, Metall. Dann hier daneben müsste es auch noch mal eins geben, jawohl, dort. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Sind wir wieder bei dem Thema, was für eine Kuppel? Eine schöne muss es sein. Nee, aber ich, wie gesagt, ich bin Fan von Spitzengebäuden. Auch wenn es nur eine Bergbaukolonie ist. Mikrokuppel kann halt kein Spitzengebäude haben. Eine alternative mittelgroße Kuppel, sie ist billiger, bietet aber weniger Wohnraum. Das wäre uns egal, weniger Wohnraum. Aber sie verschlingt mehr Wasser und mehr Sauerstoff und mehr Energie. Warum das denn? Und mehr Metalle. Hä? Und mehr Beton. Ach, mittlere Kuppel, weil es eine mittlere wäre. Ach so. Nee, braucht man nicht. Zylinderkuppel, was denn das? Eine alternative kleine Kuppel, die zwar mehr Raum bietet, aber keinen Platz für eine Spitze hat. Resources are low. Ich bin unentschlossen, Leute. Was wir denn da für eine Kuppel da hinsetzen sollen? Ist halt das erste Mal, dass wir eine reine Bergbaukolonie da produzieren wollen. Anomaly analyzed. Oh, schön, auch nochmal 1250 Forschungspunkte dazu bekommen. So, wir müssen jetzt hier Stromkabel verlegen. Bam. Dann knallt mal dort Metalle rein. Das kann dann ausgelagert werden. Da haben die Drohnen dann ein bisschen was zu tun. Ja, er braucht das da bloß mal fertig bauen. Ja, also. Als hätte uns die gute Drohne Nummer 40. Nummer 40 lebt, gehört. Perfekt, Nummer 40. Machst du gut. So, und jetzt wird hier Metall eingelagert. Schaut es euch an. Genial, oder? Kann das alle gemacht werden? Wie viel passt hier rein? Wow, 4000 Metalle. Da können sie eine Weile bohren. In der guten alten Marserde. Sind wir halt wieder beim Thema hier.
Was für eine Kuppel. Ich werde mal noch eine Nacht drüber schlafen, Freunde der Nacht. Und dann in der nächsten Folge entscheiden wir, was wir denn für eine Kuppel für die Bergbaukolonie nehmen. Die grauen Zellen rattern, die grauen Zellen rattern. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es da heißt, die Entscheidung fällt, welche Kuppel für die Bergbaukolonie. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.